Ich habe vor ein paar Wochen ein Video gemacht zum Raspberry Pi und dem Cooler Master P-Case 40, und heute machen wir ein Follow-up-Video und gucken, wo die Probleme lagen, die ich hatte. Ja, damit herzlich willkommen zu Hebis Tech Lab, wo wir uns heute mal nochmal den Raspberry Pi angucken mit zusammen dem Cooler Master P-Case 40. Und zwar, wir erinnern uns, ich habe euch das Video hier oben verlinkt, ist es so, ich hatte ein Problem, dass mir der Raspberry abschmiert. Und zwar so abschmiert, dass er eigentlich effektiv nicht wirklich benutzbar war. Das heißt, YouTube-Video abgespielt, Instant Crash, ich habe Xbox Media Center installiert, oder Kodi installiert, besser gesagt, Instant Crash bei der Videowiedergabe. Und um das heute zu verifizieren, woran das liegt, habe ich eine neue SD-Karte bestellt, einen komplett neuen Raspberry Pi und zwei andere Gehäuse, die wir testen. Das heißt, wir gucken einfach mal und finden raus, liegt es am Gehäuse, liegt es am Raspberry, liegt es an der SD-Karte, um einfach ein sauberes, vernünftiges Fazit dann zu ziehen, was eigentlich genau das Problem jetzt ist. So, um jetzt zu verifizieren, was das eigentliche Problem ist, machen wir Folgendes. Wir schließen einfach den Raspberry komplett an, so wie er zusammengebaut wird. Das heißt, ich bin diesmal super vorbereitet. Ich habe alles da, Netzwerkkabel und so weiter und so fort. Und am Ende natürlich noch Strom. Dann sieht das ein richtig schönes Monster aus. Und wir haben, also wenn man das sieht hier, blinkende Lampen. Was in der Theorie heißt, er müsste jetzt gleich durchswitchen, und dann sehe ich auch schon das Bootmenü, und das kommt offensichtlich auch dann im Elgato an, beziehungsweise in der Elgato an, wo ich das Ganze jetzt dann aufnehme. Und dann haben wir schon hier so ganz komisches Flackern, was aber okay sein kann, prinzipiell. Was kann davon kommen, dass wir eben hier eine Schwierigkeit einfach haben. Wir machen das Internet einfach auf und dann schauen wir mal, was jetzt genau passiert. Wir haben jetzt hier einen neuen Chromium-Tab. Dann geben wir ein youtube.com. Und hier ist ja letztes Mal, wo ich dann angefangen habe, die Videos abzuspielen, ist er mir komplett auf die Nase geflogen dann schon. Das heißt, da ist er gecrashed. Er ist nicht sonderlich der schnellste hier, das muss man sagen. Wir gucken uns das mal an. Ich nehme irgendein Video jetzt hier einfach. Und schauen mal, was passiert. So, Video wird wiedergegeben, das schaut gut aus und das war's. Ende. Nichts kann ich mehr machen. Er hängt komplett auf, 3 Sekunden im Video drin. Gehäuse fühlt sich kalt an, also es ist nichts, also das können wir ausschließen. So, da hat hier nichts mehr funktioniert, ziehe ich das Ganze vom Strom ab. Und was wir jetzt machen ist, wir wechseln erstmal nur die SD-Karte aus. So, ich habe jetzt mal die SD-Karte ausgetauscht. Wir sehen Resized Root File System Rebooting in 5 Seconds. Wir gucken einfach mal, ob das Problem daran jetzt liegt. Also ich möchte jetzt erstmal das kleinste Problem ausschließen. Das ist ein komplett neues Betriebssystem jetzt drauf. Ich glaube nicht, dass die SD-Karte, wenn es da irgendwas wäre, die SD-Karte kaputt wäre. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass irgendwas beim Bespielen vielleicht kaputt ging etc. Dass das System irgendwie nicht ordentlich damit klarkommt. Aber das ist erstmal der erste Schritt, sage ich mal, das Ganze jetzt zu verifizieren, weil ansonsten, wie gesagt, ich würde einfach den Raspberry nehmen und würde das Cooler Master Gehäuse mit einem komplett anderen Raspberry verwenden, den ich hier habe. Das heißt, das ist der komplett identische, der komplett gleiche PCB. Ich habe ihn einfach neu bestellt, weil ich mir dachte, vielleicht liegt es ja wirklich einfach nur daran. Und ja, ich hoffe zumindest, dass es der gleiche ist. Angeblich das Modell war überall gleich. Das heißt, wir gucken uns das einfach mal an. Prinzipiell ist die Idee eigentlich dahinter, um jetzt rauszufinden, was ist die ganze Problematik. Idealerweise natürlich ein Sammelkonstrukt, sage ich mal. Dass es aus mehreren Problemen besteht, die aber dann passen. Das heißt, am Ende, idealerweise habe ich 2 funktionierende Raspberries und ja, super gekühlt und hast du nicht gesehen. Ich hoffe mal, dass das alles funktioniert. So, wir geben ein ultrasicheres Passwort ein. So, System ist gestartet. Das heißt, wir machen den gleichen Test wieder.
Relativ simpel. Wir gehen auf YouTube, gucken uns irgendein Video an und hoffen, dass am Ende alles funktioniert. Das wäre natürlich der idealste Zustand, wenn es jetzt einfach gehen würde, ohne dass wir irgendein Problem haben, ohne dass das System einfriert etc. wäre natürlich der Idealzustand. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich nicht wüsste, was die Schwierigkeit sein soll. So, Memory for 100 Days in Minecraft. Ist ein bisschen weit weg, ich kann es nicht richtig lesen. Von daher kann ich es nicht beurteilen, das Ganze. So, ja, ich muss gleich bestätigen hier. Irgendwann vielleicht. Also es ist ein bisschen langsam der Raspberry, ne? Das muss man dazu sagen. Ist jetzt keine Rennmaschine absolute, aber für die meisten Use Case passt das. Oh, wir sehen ganz toll. Guck mal, wir haben ein ganz tolles Flimmern. Das ist übrigens nicht die Elgato, die irgendwas macht. Das ist tatsächlich irgendwas, was grafikchipmäßig nicht funktioniert. Ich vermute einfach mal, das ist der Grund, warum das System irgendwann abschmiert. Ist mal schön, dass ich fünfmal sage, nein, ich will mich nicht anmelden. Also diese Grafikglitches ist eigentlich meistens entweder ist irgendwas am Gerät kaputt oder aber es sind Artefakte, die passieren, weil das System überhitzt. Weil da irgendwas passiert, was vielleicht nicht passieren soll. Auf jeden Fall, das Video läuft jetzt erstmal ohne große Probleme. Und dass es tatsächlich liegt, also das liegt jetzt nicht an der Game Capture Karte, nicht an der Elgato, das liegt tatsächlich hier dran. Weil das ist das Videosignal, was durchgeschleust wird. Auch nur auf dem Desktop, lustigerweise. Wo ist man denn hier? Da. Aber es scheint zu funktionieren zumindest. Das Gehäuse wird auch nicht wirklich warm. Am Unterboden wird es ein bisschen warm. Aber das ist interessant. Offensichtlich funktioniert das Ganze jetzt. Vielleicht ist es doch die Speicherkarte. Aber es ist trotzdem, es ist ein Problem hier irgendwo. Das heißt, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gucken uns mal den gleichen Raspberry mit einem anderen Gehäuse an. So, und was wir als erstes probieren jetzt mal, ist von Geekworm das P173. Ist ein komplettes Aluminiumgehäuse. Ich packe euch die Links natürlich alle in die Videobeschreibung unten rein. Das heißt, könnt ihr euch dann auch komplett selber anschauen, beziehungsweise wenn euch das gefällt. Was ist das Ganze? Es ist eine komplette Aluminiumbox. So, und der Unterschied, den wir schon mal sehen, und auch danke an die YouTube-Kommentare, denen ist nämlich was aufgefallen. Und zwar, wenn ihr euch mal ganz kurz das hier anschaut. Das ist das von Cooler Master, das ist das von Geekworm. Ihr habt hier diesen Sockel für den ARM-Prozessor, den hier. Ihr habt aber noch zwei andere Punkte, wo Hitze erzeugt wird. Und zwar sind hier noch mal ein paar Chips drauf, die Hitze erzeugen können. Und jetzt ist die Frage, ob dieses Design einfach besser durchdacht ist, weil sich die gedacht haben, das wird vielleicht zu heiß, wenn wir das nicht machen. Wir schauen mal. Ich lasse mich überraschen. Prinzipiell ist der Aufbau, glaube ich, hier auch relativ simpel, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung, es gibt keine Anleitung dazu, wie ich das jetzt zusammenbaue. Es sind vier Cooling Columns, also sieht man hier. Alle vier Noppen, die herausragen hier, sind alle für die Kühlung gedacht. Die Frage ist jetzt nur, wie ich das zusammenbaue. Ach, Moment. Ich nehme den Raspberry einfach. Okay, das ist relativ. Das ist wirklich idiotensicher. Das ist wirklich idiotensicher. Okay. Ich muss mal ganz kurz einen Einwand machen, ja? Ich weiß nicht mehr, was das Gehäuse gekostet hat. Auswendig. Keine Ahnung. Ich möchte es ganz kurz betonen, ja. Komplettes Aluminiumgehäuse, vier Kühlkörper und es ist komplett zusammen. Ich muss mich um diese Anschlüsse hier nicht kümmern, weil ich lege das Ding einfach rein. Das Coole ist,
Das kann man eben zeigen. Ihr habt hier oben, habt ihr zwei Noppen. Das heißt, ihr legt das hier einfach so drauf, dann rastet das ein und kann sich nicht mehr bewegen. Dann liegt das hier alles drin, ihr packt den Deckel drauf und ihr könnt loslegen. Jetzt zugegeben, der Nachteil ist, dass ihr noch so eine Biege hier braucht, beziehungsweise das Kabel noch und hier durchfädelt. Das ist hier schöner gelöst, weil ihr hier direkt an diese Teile wieder rankommt. Ja, also an diese, an die ganzen Kontakte hier. Die habt ihr hier alle, könnt ihr einfach aufklappen, kommt in dem Gehäuse wunderbar dran. Aber nichtsdestotrotz, alleine vom Aufbau her, fertig. Und vor allem, ich kann einfach sagen, gut, ich muss es aufschrauben, aber die Frage ist, wie oft ich das Teil aufschraube. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was wir hier haben. Wir haben einen kleinen Schraubenschlüssel drin und Wärmeleitpads, die auch schon mal deutlich dicker sind als die, was bei Cooler Master dabei waren. Also, ihr habt hier vier Pads, also insgesamt sind 8 Pads drin. Aber davon sind immer zwei, ist immer ein Ersatzpad dabei. Also ihr habt die, ein kleines Pad, ein mittleres Pad und dann eben längliches und anderes Pad. Das heißt, die packt ihr einfach drauf und dann funktioniert das. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe, klack, brauche ich eben das längliche zunächst. Das Tolle an Wärmeleitpads ist tatsächlich, das ist immer so ein riesen Gefummel, die drauf zu packen. Und das meine ich nicht mal ironisch, das ist wirklich ein riesen Gefummel. Alle Wärmeleitpads, seht ihr hier, sind jetzt drauf. Der Kunststoff ist abgezogen. Natürlich ist eine Sache, weil ich vorhin gesagt habe, weil die hier 1 mm dick sind und die anderen dünner sind. Natürlich ist es besser, je dünner das Wärmeleitpad ist. Also wenn ich 0,5 mm Pad habe, ist es natürlich besser als ein 1 mm Pad. Dann müsste halt das hier einfach nochmal 0,5 mm höher rausrücken oder höher rausragen, weil je dünner, genauso wie Wärmeleitpaste, je dünner und je besser der Kontakt ist, umso besser. So, was wir jetzt machen ist, wir stöpfen es einfach hier drauf, klack, dann haben wir entsprechend den Druck. Also es zieht sich jetzt auch ein bisschen nach oben, weil natürlich die Wärmeleitpads drauf sind, die das Ganze jetzt ein bisschen den Widerstand haben. Und jetzt nehmen wir einfach die Schrauben, schrauben das Ganze zusammen und dann schauen wir am Ende, was dann tatsächlich passiert. Ich bin echt gespannt. Alles hängt dran, Strom. Das Lustige ist auch, dass die LEDs hier, ich weiß nicht, ob man die LEDs hier sieht, es sieht deutlich besser aus, weil die ein bisschen besser hervorstechen aus dem Ganzen. Und ich habe die SD-Karte offensichtlich richtig drin, weil er davon bootet. Ich sehe zumindest kurz ein Signal hier. Ich lasse es jetzt mal liegen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis jetzt ausschaut. Natürlich kannst du ein Problem vielleicht haben und das bin ich jetzt mal gespannt, ob das der Tatsache entspricht, aber ich habe einen Verdacht bzw. eine Befürchtung, dass wenn ich die Webseite jetzt lade, ob das genauso langsam geht bei YouTube oder ob es schneller geht. Warum? Weil Thermal Throttling. Wenn nämlich prinzipiell das Problem ist, dass vielleicht das Gerät zu heiß wird, könnte es sein, dass sich der Prozess so runtertaktet und dann gibt es natürlich ein Problem, weil man nicht die Leistung hat, die man praktisch sich dann erwarten würde. So. Aber wie man sieht, das Verhalten bleibt tatsächlich gleich. Also das hat nichts mit der Temperatur zu tun, weil das Gehäuse jetzt, wie gesagt, hat noch mehr Punkte letzten Endes. Das scheint jetzt ohne Probleme zu funktionieren hier, ohne dass hier sich irgendwas tut. Also sagen wir es mal so, dass der Hintergrund flackert, ist natürlich ein bisschen nervig. Da weiß ich nicht, ob das Standard Raspberry-Verhalten ist. Dafür nutze ich zu wenig Raspberry. Das ist, glaube ich, mehr eine Slow-Mo-Geschichte hier. Aber nichtsdestotrotz, bis auf die Tatsache, dass er hier teilweise, also dass er hängt, dass er nachlädt, geht das eigentlich alles ohne Probleme. Und das Gehäuse wird jetzt auch nicht übermäßig heiß, sag ich mal. Er ist einfach zu langsam, gerade mit diesem Video-Content das wiederzugeben. Da kommt er irgendwie gerade nicht mit klar im Browser. Aber ansonsten läuft das System
soweit eigentlich stabil, würde ich sagen. Okay, dann mal folgendes. Ich will jetzt mal einen Test machen. Ich baue die alte SD-Karte wieder rein. Weil ich natürlich wissen will, was passiert, wenn ich die SD... Ich habe es übrigens hart ausgeschalten, weil ich keine Lust habe, da wieder ewig zu warten, das Ding runterzufahren. Gleiches Spielchen jetzt wieder. Das heißt, wir versuchen ein Video abzuspielen und gucken, was am Ende jetzt passiert, ob das funktioniert, ob das gut geht, ob das schief geht, etc. Und schon hängt er. Also es liegt nicht am Gehäuse, es liegt, glaube ich, am Raspberry. Ich glaube, dass der einen Treffer hat, dass der einfach defekt ist. Beziehungsweise, ich könnte mir vorstellen, dass es die Firmware von der SD-Karte ist. Das heißt, ich werde die SD-Karte jetzt nochmal neu bespielen, dass ich da eben den aktuellen Softwarestand drauf habe, der richtig wäre dafür. Also den neuesten neuen Bild. Und dann probieren wir mal den anderen Raspberry aus, ob der besser funktioniert. So, ich habe jetzt den neuen Raspberry reingebaut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich einfach so von der SD-Karte booten kann. Also anderer Raspberry, gleiche SD-Karte, keine Ahnung. Das probieren wir jetzt einfach mal. So, also, das hat er geladen, das funktioniert. Das heißt, Raspberry-mäßig können wir da auf jeden Fall das Ganze einfach starten. Es funktioniert. Jetzt probieren wir das gleiche nochmal. Wie gesagt, mit dem neuen Raspberry ist das gleiche Betriebssystem, jetzt gleiche SD-Karte. Es ist nur ein anderer Raspberry, also eine andere Grundplatine. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ich hoffe, dass ich das gleiche Video nochmal kriege. Das wäre schön, dass man nicht random irgendwas hat. Wobei offensichtlich sind die Search Histories alle ein bisschen anders. Aber wenn jetzt zum Beispiel schon mal die Artefakte nicht kommen, wäre das schon mal super. Weil das hätte schon mal einen mega Vorteil, aber die Artefakte kommen hier genauso. Also ich würde behaupten, es liegt nicht am Raspberry, es liegt nicht an dem Gerät selber, es liegt nicht an der SD-Karte, es liegt einfach daran, wie der Raspberry damit umgeht. Also wie dieser Raspberry damit dann umgeht. Das heißt, was wir jetzt das Einzige, was wir noch testen können, ist, dass wir hier mal auf 1080p nochmal hochgehen. Aber prinzipiell ist das etwas, der kommt damit nicht so ganz klar. Also er hakelt schon. Wo der andere lustigerweise dann mit der anderen ist, GD-Karte sich einfach aufgehangen hat, wo er gefreezed ist, macht der hier einfach nichts anderes, als dass alles mega langsam ist, mega träge ist und mir dann das restliche System so ein bisschen runterreißt. Was ein bisschen schade ist tatsächlich, weil das natürlich ein Punkt ist, naja, eigentlich sollte idealerweise das Ganze ohne Probleme funktionieren. Das Video, es hakelt ein bisschen, also es ist nicht, also man sieht es, glaube ich, es ist nicht wirklich flüssig, es hakelt, es friert ein, er lädt nach. Das heißt, der kommt hier einfach nicht hinterher, das Ganze abzufrühstücken. Und ich glaube auch, das andere Gehäuse, was wir hier haben, wird da keinen Unterschied machen. Das andere Gehäuse ist ein bisschen funkier, weil hier haben wir so kleine Teile, die wir auf die Chips drauf machen, also so kleine Heatsinks haben wir hier und einen Lüfter. Das Coole an dem Gehäuse ist aber, es ist transparent. Und also ich glaube nicht, dass es ein Temperaturproblem ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist mehr ein Lastproblem, glaube ich. Also initial dachte ich ja, es ist ein Temperaturproblem. Ich glaube aber, es ist ein Lastproblem und dass die andere SD-Karte einfach einen Treffer hat. Da ist irgendwas rausgefallen. Da fallen ein Haufen Sachen raus. Aha, eine Mutter. Oh Gott. Na gut, dann würde ich sagen, wir bauen den Raspberry mal hier ein. Und dann schauen wir, ob das besser geht. Das ist übrigens die Anleitung. Das richtig rum? Ja. So schaut das Ganze aus. Wird entsprechend dann schön konzipiert. So schaut das Ding aus, wenn es fertig ist. Ihr habt den Lüfter oben drauf, den Raspberry unten drunter, ihr habt überall die Heatsinks. Das heißt, idealerweise sollte das dann alles jetzt perfekt gehen. Ich würde fast behaupten, dass von der Anleitung her, das sehe ich nämlich gerade, das haben sie mega bescheuert gemacht.
Ja, das sehe ich jetzt erst. Und zwar Anleitung habt ihr hier die beiden Punkte. Und wenn ihr mal guckt, wie hier rechts die draufgepackt werden und wie die hier dann anders aussehen, ist es bescheuert. Weil jetzt habt ihr natürlich das sehr kontraproduktiv. Wenn ihr das seht, was man sieht, die hier, die kleinen, zeigen nach unten in die Richtung und die anderen in die Richtung. Und das ist für den Airflow natürlich mega bescheuert. Und das habe ich mir gerade schon gedacht, dass es irgendwie komisch ausschaut. Und ich sehe es jetzt erst, dass ich es in dieser Abbildung habe. So, jetzt ist gerade mitten in der Aufnahme das Ding jetzt hier kaputt gegangen. Beziehungsweise die Speicherkarte voll gelaufen. Ich hoffe, es ist alles drauf. Auf jeden Fall, ja, wir haben das Gehäuse hier zusammengebaut. Wie man sieht, wie gesagt, Airflow-mäßig, weiß nicht, ob das noch drauf war auf der Aufnahme, ist hier in der Anleitung, sind diese kleinen Pads falsch. Die müsst ihr einfach einmal um 90 Grad drehen. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir bauen die Speicherkarte rein und dann schauen, was passiert. Wir starten mit dem Browser und gucken, was jetzt funktioniert, ob das funktioniert, keine Ahnung. Ich lasse mich da jetzt komplett überraschen. Also man hört den Lüfter lustigerweise gar nicht. Also er ist wirklich, obwohl er jetzt mit voller Pulle läuft, ist er im Verhältnis tatsächlich noch relativ leise. Also man hört das nicht so wirklich. Von daher finde ich das okay. Aber ihr seht, wir starten das Video und schon geht das Ganze wieder los. Also, das hat nichts mit dem Gehäuse zu tun, das hat nichts mit dem Raspberry zu tun. Es liegt einfach daran, dass das System damit nicht klarkommt. Also, alles in allem, was kann man sagen? Es war ein Softwareproblem, vermute ich einfach mal. Das heißt, es liegt nicht am Gehäuse. Wobei ich tatsächlich, nachdem ich jetzt das Gehäuse hier mit den anderen beiden verglichen habe, das hier ist ein bisschen komplizierter zum Zusammenbauen. Macht aber auch ein bisschen mehr Spaß, finde ich, weil es mehr so ein bisschen dieses Konstrukt ist, wie man was zusammenbaut am Ende. Aber nichtsdestotrotz, ich habe einen entscheidenden Nachteil oder einen entscheidenden Faktor in dem Sinne und das ist, es sind beide Geräte gleich gut. Es sind alle drei Gehäuse okay. Ich persönlich würde das Gehäuse von Cooler Master, nachdem ich die anderen beiden gesehen habe, nicht nehmen. Warum das Ganze? Ich finde prinzipiell das mit diesen Anschlüssen hier mega, mega cool. Also wer wirklich permanent Sachen rumsteckt etc., ist damit vermutlich super bedient. Auf der anderen Seite, wenn ich mir aber zum Beispiel anschaue, dass die anderen beiden Gehäuse, die ich jetzt hatte, glaube ich, beide 20, 30 Euro um den Dreh gekostet haben, ich blende es euch dann nochmal ein. Meiner Einschätzung nach sind beide Gehäuse, also beide Gehäuse, die ich mir geholt habe, deutlich besser. Ich kriege eine bessere Kühlung, weil ich, wie gesagt, mehr Chips kühle dann davon als bei den anderen. Der hier ist passiv gekühlt komplett, der ist aktiv gekühlt noch, man hört den Lüfter. Also wenn der ein bisschen wegsteht, man hört ihn nicht mehr. Der ist jetzt volle Pulle eingestellt, das heißt, der haut wirklich ordentlich Luft nach außen oder auf die Chips direkt drauf, weil auch direkt über der CPU ist, direkt über dem ARM-Prozessor. Das heißt, der kriegt wirklich die maximale Kühlung, was nur irgendwie möglich ist. Das heißt, wer auf Performance Wert legt, weiß ich nicht, wie das genau skaliert, könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass der besser ist. Ich mache jetzt keine Temperaturanalyse davon. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerne sehen wollen würdet. Und gleich eine Software schreiben, mit der man sauber Temperaturen tracken kann. Weil Linux ist irgendwie so ein Ding. Da habe ich nämlich nichts Ordentliches gefunden dazu, wo man das wirklich genau über Zeit tracken kann. Endlich für Hardware-Info. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Können wir gerne mal ein Follow-up-Video machen, können das Ganze testen. Aber nichtsdestotrotz, beide Gehäuse von der Kühlung her könnte ich mir vorstellen, dass sie deutlich besser sind. Weil da werden die Chips mitgekühlt. Also da sind, hier sind Wärmeleitpads drin komplett und ist alles komplett im Gehäuse dran. Hier sind Kühlkörper dran, mitten im Lüfter ist okay. Und hier wird bloß der ARM-Prozessor gekühlt. Ob das jetzt so viel ausmacht, keine Ahnung. Aber es ist natürlich von dem Aspekt her, finde ich, etwas, was man berücksichtigen kann. Dafür habe ich hier aber keine so fancyen Features natürlich. Also ich kann hier von oben kann ich durchgreifen. Also hier kann ich durchgreifen, kann die Sachen dran stecken, alles was ich haben will. Hier muss ich ein Kabel durchziehen, damit das Ganze funktioniert. Geht aber auch. Hier ist es halt direkt mit einer Klappe einfach. Ich glaube, das ist dann
so ein Quality-of-Life-Feature. Ich bin jetzt kein Raspberry-Experte, ich weiß nicht, was man alles damit macht oder ob man die überhaupt ein Gehäuse reinpackt. Aber ja, nach meiner ersten Einschätzung, die beiden Gehäuse deutlich besser. Ich packe es euch unten in die Videobeschreibung rein. Keine Ahnung, was das kostet. Keine Ahnung, was das kostet. Ich blende es euch einfach direkt im Video dann ein. Dann könnt ihr da selber eure Bewertung treffen und könnt da selber dann sagen, was euch da lieber ist. So, und jetzt, ich weiß nicht, was er alles aufgenommen hat, ob die Aufnahme vorher futsch war. Auf jeden Fall, Endergebnis war bei beiden. Hier habe ich komplette Kühlung auf den Dingern drauf. Hier habe ich komplette Kühlung drauf. Und hier eben nicht. Gut, das war's dann für das Video. Ich hoffe, er hat alles aufgenommen. Ich hoffe, die Kamera hat es vorher beendet, die Aufnahme, dass es nicht kaputt gegangen ist. Ich habe nicht gesehen, dass der Speicherplatz leer wird. Also war ein bisschen doof. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch informieren, die Probleme, die ich hatte. Offensichtlich reine Softwareprobleme, völlig egal, welches Gehäuse es ist. Wir haben trotzdem so komische Artefakte, aber er hängt sich zumindest nicht auf, was schon mal ein positiver Vorteil ist. Ansonsten, ja, abonniert gerne den Kanal für mehr Content, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach unten geben mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Und ja, schaut gerne auf meinem Gaming-Kanal vorbei oder auf meinem Overwatch-Kanal, da kam gestern auch ein neues Video bezüglich einer neuen Reinhardt-Technik. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung und ansonsten gerne auf twitch.tv/lordhappyput vorbeischauen für noch mehr Streaming-Content. Ich streame momentan jeden Abend. So, das war's mit dem Video. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis nächste Woche dann. Tschüss!